Hallo und willkommen bei WatchMaxes Podcast. Laco, Archimede und De Facto, um nur einige zu nennen, haben ihre Uhren von 3 bzw. 5 Bar auf mindestens 10 Bar aufgerüstet. Wer es noch nicht weiß, hier geht es um die Wasserdichtigkeit von Armbanduhren. Warum machen das nicht alle? Ja, dazu kann ich keine finale Antwort sagen, aber ich habe eine Idee. Dazu komme ich im Laufe dieses Podcasts noch im Detail. Ja, warum ist es mir überhaupt wichtig, dass eine Uhr wasserdicht ist und welche Wasserdichtigkeit hätte ich denn gerne? Nun, zunächst mal muss ich dazu sagen, haben ist besser als brauchen. Das geht mir bei Geld so, das geht mir bei Freunden so und auch bei der Wasserdichtigkeit. Ich habe das einfach gerne und muss mich nicht erst dann drum kümmern und die Probleme lösen, wenn sie auftreten. Bei mir sieht das so aus, dass ich alle Uhren 24 Stunden am Tag trage, auch bei gröberen Arbeiten, zum Sport, zum Duschen. Und ich mag nicht bei jeder Handhabung darüber nachdenken, macht die Uhr das jetzt mit oder macht sie es nicht mit? Muss ich sie ausziehen? Kann ich jetzt in das Waschbecken greifen? Muss ich bei Regen aufpassen, was der Hund macht, wo ich mit der Hand hingreife? Nein, alle meine Uhren sollen das mitmachen und zwar ohne, dass ich darüber großartig nachdenken muss oder großartig überlegen muss, in der konkreten Situation, geht das oder geht das nicht. Natürlich leiden darunter Lederbänder, aber die kann man zu relativ guten Kursen austauschen. Wenn die Uhr einmal Wasser gezogen hat und ein Schaden ansteht, ein Wasserschaden vorhanden ist, das Uhrwerk Schaden nehmen kann, wird die Sache deutlich teurer und deswegen möchte ich bei allen meinen Uhren am liebsten 10 Bar geprüfte Druckfestigkeit haben. Was das im Einzelnen bedeutet, darauf komme ich noch im Detail. Ja, welche Wasserdichtigkeitsstufen gibt es eigentlich und was sagen die aus? Was bedeutet das? Damit möchte ich mich jetzt kurz auseinandersetzen. Wasserdichtigkeit bei Uhren wird in Bar bzw. früher ATM ausgedrückt, Atmosphärenüberdruck. Das Ganze ist ein Prüfdruck und keine in Metern gemessene Tauchtiefe. Das ist ganz wichtig, denn das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einem Urteil festgestellt, dass der Prüfdruck, wenn er als Prüfdruck in Metern ausgegeben wird, eine irreführende Werbeaussage ist und nicht erlaubt ist. Denn der Prüfdruck erfolgt bestimmten DIN-Vorschriften, auf die ich teilweise gleich noch eingehen werde. Natürlich kann jede Firma sagen, dass seine oder ihre Uhr bis zu einer bestimmten Meterangabe wasserdicht ist, aber das fällt dann eher in den Bereich Garantie als in den Bereich zertifizierte, über den DIN-Norm zertifizierte Wasserdichtigkeit. Welche Wasserdichtigkeiten gibt es denn? Es gibt verschiedene. Ich werde jetzt hier die 4 gängigsten mir rauspicken. Das eine ist die Wasserdichtigkeit von 3 Bar, was ungefähr 30 Meter Wassersäule an Druck entspricht, aber nochmal ausdrücklich hier gesagt, nicht 30 Meter Tauchtiefe entspricht. Uhren mit 3 Bar sind allgemein als Spritzwasser geschützt bezeichnet. Die nächste gängige Stufe sind 5 Bar, entsprechend 50 Meter Wassersäule. Und hier geht es schon los. Einige Hersteller sagen, man kann mit Uhren ihrer Marke mit diesem Prüfdruck duschen. Andere sagen, sie sind auch nur Spritzwasser geschützt. Das ist nicht normiert, nur der Prüfvorgang als solcher ist normiert. Und das ist auch genau der Grund, weswegen ich persönlich mit 5 Bar nicht so besonders glücklich bin, weil hier die Hersteller doch teilweise auseinandergehen mit der Aussage, was mit ihren Uhren möglich ist. Es gibt ausreichend Berichte in Foren von Uhrensammlern und Freunden, die sagen, ich habe eine Uhr, die ist 3 oder 5 Bar, bin mit der jahrelang im Urlaub schwimmen gegangen im Meer, hat er überhaupt nichts ausgemacht. Ja, das kann sehr gut sein. Aber es muss eben nicht so sein und man kann es nicht erwarten. Es kann nur eher zufällig passieren. Meine Wohlfühlzone beginnt bei 10 Bar und das ist eine Uhr, die gemäß den Prüfkriterien
für Schnorcheln und Schwimmen zugelassen ist und ab 20 Bar entsprechend 200 Meter Wassersäulendruck geht eine Tauchtiefe für Flaschentauchen los. Es gibt auch dazwischen verschiedene Tauchtiefen mit 15 Bar. Es gibt Tauchuhren mit 300, 500 Meter Wasserdrucksäule entsprechend 30, 50 Bar, 100 Bar und noch darüber hinaus. Aber das ist nicht das, worauf ich mich hier konzentrieren möchte. Ich wollte die im Handel wirklich üblichen Prüfdrücke abdecken. Das sind 3, 5, 10 und 20 Bar. Ja, wann ist deine Uhr denn nun wasserdicht? Als wasserdicht dürfen tatsächlich spritzwassergeschützte Uhren bezeichnet werden. Und dies ist in der DIN-Norm 8310 geregelt. Hier werden Uhren 30 Minuten in einer Wassertiefe von 1 Meter gelagert und anschließend direkt 90 Sekunden in 20 Meter. Und das muss die Uhr überstehen, um als wasserdicht gemäß dieser Norm bezeichnet werden zu dürfen. Diese Prüfroutine entspricht ungefähr dem Druck von 3 Bar, was dann auf den Uhren steht. Eine Wasserdichtigkeit von 20 Bar oder 20 ATM, 20 Atmosphären Überdruck, sind in der DIN 8306 geregelt. Und hier sind die Anforderungen schon deutlich höher. Hier muss die Uhr in einer Tiefe von 200 Meter bzw. einem Wassersäulendruck von 200 Meter eine Stunde lang gelagert werden und aushalten und anschließend noch einmal eine Stunde bei einem Druck, der 25% darüber liegt, das heißt entsprechend 250 Meter Wassersäule. Das sind so die beiden oberen und unteren, die beiden Grenzen der Wasserdichtigkeitsprüfroutinen gemäß DIN-Norm von den 4 Stück, die ich euch vorgestellt hatte. Ganz wichtig finde ich, Wasserdichtigkeit ist kein Dauerzustand. Wasserdichtigkeit hängt ab von den Dichtungen, hängt ab von der Benutzung der Uhr, hängt auch ab von den aktuellen Umständen der konkreten Situation. Wenn ich mit einer Uhr, die ich vielleicht sogar vom Arm genommen habe, die in der prallen Sonne gelegen hat, irgendwo in Südfrankreich, Italien, Spanien, Portugal und sich richtig aufgeheizt hat, wenn ich die plötzlich in kaltes Wasser tauche, weil vielleicht ein bisschen Dreck drauf ist, ich packe sie in den Pool, dann kann es sehr schnell zu einer Fehlfunktion der Dichtungen oder sonst anderen Elementen kommen und die Uhr zieht Wasser. Das heißt, Wasserdichtigkeit ist immer in einem bestimmten Rahmen zu betrachten und zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dichtungen können altern, können rissig werden. Aus diesem Grunde empfehlen alle Hersteller, die Uhr regelmäßig, am besten einmal im Jahr, am besten noch unmittelbar vorm Urlaub, wenn man länger ins Wasser möchte, auf Wasserdichtigkeit testen zu lassen. Und das tue ich tatsächlich mit meinen Uhren auch, einfach um sicher zu sein, dass meine Uhr für die konkret anstehende Situation gerüstet ist. Es gibt für Taucheruhren, also explizite Taucheruhren, die über die reine Wasserdichtigkeit hinaus noch Funktionen wahrnehmen. Ganz spezielle Spezifikationen, ich glaube es sind 13 oder 14, auf die möchte ich hier an dieser Stelle nicht im Detail eingehen. Vielleicht mache ich dazu nochmal einen separaten Podcast. Falls euch das interessiert, schreibt mir das wirklich gerne in die Kommentare, denn dann kann ich dazu nochmal einen separaten Podcast machen. Ich würde gerne nochmal auf meine Ausgangsfrage zurückkommen. Warum mache nicht alle Hersteller ihre Uhren wasserdicht statt 3 oder 5 Bar, 10 Bar oder mehr? Ich war immer der Meinung und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere ähnlich denkt, so hoch kann der Aufwand doch nicht sein. Entweder packe ich eine bessere Dichtung rein oder aber ich drücke die Uhr höher ab. So schlimm kann das nicht sein. Das ist deutlich komplexer, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe heute mit der Lisa Ickler telefoniert. Die Lisa Ickler ist die Geschäftsführerin von Ickler, einem der renommiertesten Hersteller von Uhrengehäusen in Deutschland. Und auch die eben erwähnte Marke Archimede läuft unter Ickler, wird von der Lisa Ickler geführt. Wir haben viele Uhren jetzt mit einer höheren Wasserdichtigkeit ausgestattet. Und ich habe mit der Lisa gesprochen, das sind alles Gehäuse-Neuentwicklungen. Ich war ziemlich platt, weil ich gedacht habe,
boah, das kann doch gar nicht sein. Ihr seid ein Gehäusehersteller, ihr seid ein Spezialist in dem Bereich und schafft es nicht, existierende Gehäuse dichter zu machen, sondern müsst die neu entwickeln. Und darüber haben wir uns heute unterhalten und ich fand das super interessant, denn sie sagte, es fängt schon damit an, dass wenn ich eine Uhr als Dresser oder als Spritzwasser geschützt konzipiere, dann ist die Uhr in aller Regel auch ein kleines bisschen flacher. Ich nehme nicht das ganz dicke Saphirglas, aber wenn ich eine höhere Wasserdichtigkeit, einen höheren Druck realisieren möchte, brauche ich dickere Gläser. In aller Regel passt dieses dickere Glas aber dann nicht in die Aufnahme des Gehäuses. Das heißt, entweder steht das Glas ein kleines bisschen über, oder aber ich muss das Gehäuse verändern, um das dickere Glas plan einpressen zu können. Gleiches gilt übrigens auch für die Dichtungen. Die Dichtungen sind ebenfalls dicker. Auch wenn es nicht viel ist, muss die gesamte Uhr ein bisschen höher werden und oft auch marginal in der Breite etwas zunehmen, einfach um die Gehäusestärken, die Wandstärken des Gehäuses dem höheren Druck anzupassen. Das ist in aller Regel nicht so viel, dass sich das in den offiziell veröffentlichten Maßen einer Uhr niederschlägt. Denn wenn es nur ein Zehntel Millimeter ist, dann steht das oft nicht in den Spezifikationen, ob es jetzt 0,5, 0,05, 0,6 sind. Das wird dann dort nicht zwingend publiziert. Aber die Gehäuse sind neu entwickelt, um die dickeren Saphirgläser, um die größeren Kronen entsprechend aufnehmen zu müssen. Dazu kommt, dass bei einer niedrigen Wasserdichtigkeit oft nicht verschraubte Kronen genommen werden. Ich kenne es von mir selber aber, eine Uhr, die wasserdicht ist, da mag ich es sehr gerne, wenn auch die Krone verschraubt ist, einfach weil es mir ein sichereres Gefühl gibt, wenn ich im Wasser bin. Eine verschraubte Krone bewegt sich nicht so schnell wie eine nicht verschraubte Krone und eine verschraubte Krone mit Kronenschutz ist dann nochmal etwas sicherer. Das muss dann gegebenenfalls also auch neu gemacht werden. Ebenso kommt hinzu, dass bei vielen Uhren mit niedrigerer Wasserdichtigkeit der Gehäuseboden nicht verschraubt ist. Bei Uhren mit einer größeren Wasserdichtigkeit gibt ein Schraubboden aber mehr Sicherheit und insofern wäre das auch ein Punkt, an dem das Gehäuse angepasst und umgestellt werden muss. Und dann gibt es noch einen Punkt, da war die Lisa sich nicht ganz sicher, inwiefern das zutrifft, aber sie sagt, die Annahme und der Gedanke ist plausibel. Insofern möchte ich hier sagen, das könnte so sein. Bei Uhren mit 3 oder 5 Bar Wasserdichtigkeit kann ich mir als Hersteller, als Anbieter größere Toleranzen in der Gehäusefertigung erlauben. Sei es in der Passgenauigkeit des Glases, sei es in der exakten Ausarbeitung der Gewinde, sei es in der Passgenauigkeit des Tubus für die Krone. Die Uhr muss nicht den hohen Drücken der höheren Wasserdichtigkeiten standhalten. Das heißt, eine etwas größere Toleranz kann ich mir hier erlauben und damit gegebenenfalls auch billiger produzieren. Wenn ich die Uhr in einem höheren Prüfdruck aussetze, kann es sein, dass ich die Vorgaben meiner Fehlertoleranzen anpassen muss. Und das lässt sich dann nicht mehr über die alten Gehäuse realisieren. Ich fand das alles sehr interessant und es hat bei mir so manche Kerze zum Leuchten gebracht im Sinne von Erkenntnisgewinn, was es bedeutet, eine existierende Uhr, eine existierende Uhrenserie, die vielleicht nur 3 oder 5 Bar wasserdicht ist, auf eine höhere Wasserdichtigkeit von 10, 20 oder noch mehr Bar zu bringen. Es ist eben nicht nur die Dichtung und es ist nicht nur der ausgestellte Garantieschein oder die ausgestellte Gewährleistung über eine höhere Wasserdichtigkeit. Um das zu realisieren, muss tatsächlich oft ein anderes Gehäuse genommen werden. Und wenn es die Serie denn unverändert sein soll und man die höhere Wasserdichtigkeit nicht auch gleichzeitig mit einem markant sichtbar veränderten Design kombinieren möchte, muss man das Gehäuse neu entwickeln, neu designen, damit der Wachstum in Höhe und Breite, die Verschraubung der Krone und alles, was ich eben erwähnt habe, nicht so ins Auge sticht, dass man sagt, das ist ja eine ganz andere Uhr. Ja, das war's zum Thema Wasserdichtigkeit. Mir ist es sehr wichtig. Ich habe heute viel gelernt und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr eure Uhren sowieso immer ablegt und damit Wasserdichtigkeit für euch gar kein Thema ist.
Oder aber ob ihr es wie ich handhabt, eine Uhr muss im Prinzip alles mitmachen, was auch mein Arm mitmacht und dazu gehört eben auch Wasser. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos und meine nächsten Podcasts. Bis dahin, tschüss, euer Axel.